Willkommen hier, mitten aus dem Adria Twin SP 600 XS Plus irgendwas. Lange habe ich mich für die Reise vorbereitet, jetzt erfahrt ihr endlich, wo es hingeht und wie gesagt, was ich für ein Wohnmobil dabei habe. Ich habe mega viel für diese 2 Wochen geplant, wir sind jetzt schon auf dem Weg, es ist jetzt schon fast 18 Uhr. Die erste Station, ja, erreichen wir in ungefähr 4 Stunden und ja, wie ich das ganze Video aufziehe, weiß ich noch nicht so genau. Es wird wahrscheinlich ein bisschen im Vlog-Style sein. Aber heute gibt es für euch erstmal eine Roomtour, dass ihr überhaupt erstmal sehen könnt, was ich alles dabei habe, was ich hier mir für ein Wohnmobil gemietet habe. Ja, und in den weiteren Teilen der Videos werdet ihr natürlich sehen, was ich alles Geiles noch verwende, was ich damit baue und so weiter und so fort. Ich habe viele Pläne, mal sehen, was ich alles davon schaffe. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wir haben es jetzt schon fast 18 Uhr. Ich habe das totale Glück, Beifahrer sein zu dürfen. Es ist mega entspannend. Normalerweise fahre ich immer. Ja, wir hatten heute früh gegen 9 Uhr das Wohnmobil geholt, haben 1 Stunde Einweisung bekommen. Vieles davon wusste ich schon durch diverse YouTube-Videos tatsächlich. Dann gegen 11 Uhr wieder zu Hause, dann bis 14 Uhr das Wohnmobil gepackt. Und ja, so 14:30 ungefähr sind wir losgekommen. Seitdem sind wir jetzt schon auf dem Weg. Wir hatten schon einige Staus leider hinter uns. Sind jetzt ja, mehr oder weniger so kurz vor Berlin. Und ja, wie ihr es schon sehen könnt, es geht von Sachsen aus sozusagen Richtung Norden. Ich verrate euch dann auch gleich, wo es hingeht. Sobald wir angekommen sind, zeige ich euch mal, was ich alles dabei habe. Ich habe mir viele coole Gadgets mitgenommen. Ich habe ein paar neue Sachen dabei, die ich ausprobieren möchte. Und genau, wie ich das Video jetzt so richtig aufziehen will, weiß ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen im Vlog-Style werden. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich denke, es wird spannend. Ich habe mir viele coole Dinge vorgenommen. Hey zusammen und herzlich willkommen in Schweden. Ja, meine Reise hat nun endlich begonnen. Ich habe mir ein Wohnmobil gemietet und bin damit nach Schweden gefahren. Und wie bereits angekündigt, heute gibt es mal die Roomtour. Ich möchte euch mal zeigen, was ich alles dabei habe. Ja, und was euch hoffentlich, denke ich, in den nächsten Videos noch so erwarten wird. So, dann starten wir erst einmal mit dem Fahrzeug, würde ich sagen. Und zwar haben wir einen Adria, ich hoffe, man kann das sehen. Ja, einen Adria Twin 600 SP XS bekommen. Ja, ein 6 Meter Fahrzeug mit ja, auch einem Fahrradanhänger hinten dran. Genau, 140 PS Diesel auf Citroën-Basis oder Citroën, wie auch immer. Genau, und ja, auch schön hier mit Dach, mit Markise oben dran und so weiter und so fort. Ja, viel mehr kann ich euch zu dem Fahrzeug selber auch nicht sagen. Das ist auch nur das, was ich bis jetzt rausgefunden habe. Aber ich würde sagen, ja, wir gehen einfach mal rein. Ich zeige euch mal, was ich alles dabei habe. Das Ganze übrigens gemietet bei Vogtlandmobil. Also bis jetzt bin ich recht zufrieden. Genau, vermieten auf jeden Fall Wohnmobile, die danach dann auch in den Verkauf gehen. Dort habe ich es her. Soll jetzt keine Werbung sein an der Stelle. Das Ding ist komplett selbst bezahlt. Wollte ich bloß mal erwähnen. Genau. Hier links sehen wir auf jeden Fall schon mal, ich habe hier die Sofirn sozusagen im Schnellzugriff. Hier habe ich mir auch was Neues gekauft. Das ist das Thermazell Mückenabwehrteil. Ich nehme das einfach mal raus.
mal gucken, kriege ich es raus. Genau, da kommen ja so kleine Plättchen rein. Hier unten ist eine Gaskartusche drin. Und wenn man das Teil einschaltet, wird diese Metallplatte unter diesem Plättchen heiß und verströmt eine Art Duft, Geruch oder wie auch immer, so einen kleinen Nebel, der wahrscheinlich für Mücken unangenehm ist. Und im Bereich von 20 Quadratmetern soll es die Mücken fernhalten. Ich hatte es bis jetzt nur am ersten Tag einmal im Einsatz. Hat soweit ganz gut funktioniert. Ich werde das auf jeden Fall mal noch weiter testen. Genau, dann habe ich hier vorne noch eine Petzl Arctic Core Kopflampe. Hier meine Laterne, die kennt ihr ja. Hier ist noch eine zweite Kopflampe. Was haben wir noch? Ja, einen Regenschirm. Und so ziemlich mit das wichtigste Utensil liegt auch hier auf der anderen Seite. Und zwar ist das der Handfeger. Tatsächlich ist das mit das wichtigste Utensil hier im Wohnmobil. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich würde sagen, die klassischen Schuhe ausziehen und wir gehen mal rein. So, so sieht das Ganze jetzt von innen aus. Ich mache jetzt einfach mal hier einen kurzen Rundumschwenk. Da unten steht mein Mittagessen. Ein paar Nudeln gekocht. Jawohl, hier links und rechts ein bisschen Stauraum. Hier habe ich noch ein paar Kabel, dazu komme ich aber später noch. Mein E-Book-Reader, meine Kopfhörer plus noch ein Buch dahinter. Jawohl, hier ist mein Technikfach. Hier habe ich, ich hoffe, jetzt kommt jetzt nichts gefallen, hier ist die Drohne und so ein bisschen das GoPro-Zubehör und so weiter alles drin. Wieder zumachen, jawohl. Ja, hier ist so Bedienungsanleitung und so anderes Quatsch drin und halt hier zum Fernseher noch irgendwie dieser Receiver oder sowas. Brauche ich ja alles nicht. Genau, hier hinten mal, dass man das auch mal sieht. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose, zwei USB-Anschlüsse. Hier hängt der Fernseher dran an einer 12 Volt Buchse sowie halt mit SAT-Anlage. Das Modell hat eben jetzt so eine automatische SAT-Anlage obendrauf, aber wie gesagt, ich gucke ja kein Fernsehen, ich brauche das nicht. Hier vorne haben wir noch so Touchlampen. Da muss man einfach nur, na, genau, drauf touchen. Ja, und dann geht das. Die kann man sich auch noch so als Leselampe so ein bisschen drehen. Gibt es auch noch mal hier auf der anderen Seite. Da kommen wir auch schon für mich zum mehr oder weniger spannendsten Teil. Oh, das blinkt jetzt. Ihr seht, dass das jetzt blinkt. In Wirklichkeit blinkt das nicht. Ist jetzt eben die Anzeige für die Bordversorgung sozusagen. Hier haben wir den Frischwassertank mit 75%. 50% ist der Abwassertank schon voll. Was haben wir noch? Genau, das ist dann die Aufbaubatterie sozusagen, also hinten die Wohnraumbatterie. Ist auch eine Solarplatte oben verbaut. Hier haben wir die Truma Kombi 4, glaube ich, ne? Wo man sich warm Wasser machen kann, wo man die Temperatur vom, vom Innenraum, ne? Die Innenraumheizung hier zum Warmwasser aufbereiten. Hier kann man sagen, ob man über Gas oder Strom heizen möchte und noch die Lüftung steuern. Daneben ist der kleine Temperaturfühler für die Heizung. So, wo geht's weiter? Wir haben hier ein Fliegengitter, was ich sehr praktisch finde. Allerdings muss man immer gucken, wo man das hinschiebt. Also hier oben, seht ihr schon, funktioniert nicht. Hier ist so eine kleine Markierung. Wenn man hier dagegen drückt, geht es relativ leicht. Jawohl, machen wir gleich weiter. Hier mit der Küche finde ich auch ganz nice. Man hat hier einen kleinen Tisch, den man sich zusätzlich noch mit ausfahren kann. Dass man noch etwas mehr Ablagefläche hat. Genau, dann hier so diese, naja, man sieht halt Finger, ne? Also das ist halt nervig. Man muss die Dinger halt putzen, wenn es einigermaßen schön aussehen soll. Ja, darunter verbirgt sich der Gasherd, ein 2-Flammen-Gasherd. Hier ist die Spüle. Da kann ich euch dann wahrscheinlich im im Fazitvideo noch ein kleines bisschen was dazu erzählen. Ich habe schon sehr, sehr viele Punkte aufgeschrieben, die mir hier an dem Modell nicht gefallen. Wenn euch das interessiert, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und schaut da mal rein. Ich werde darüber auf jeden Fall noch ein Video machen, weil nur mal als kleines Beispiel, wenn der Wasserhahn hier hochgedreht ist und man macht hier zu, geht automatisch das Wasser an. Genauso kann man diesen Wasserhahn eben nicht drehen, der ist jetzt hier fest, man kann ihn nur hoch und runter machen, ist ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal ein extra, ja genau, und schon passiert's. Da gibt es nochmal ein extra Fazitvideo dazu. Hier habe ich mir einfach mal den Gasmelder von zu Hause mitgenommen, einfach nur ein bisschen zur Sicherheit. Naturwaschmittel, nicht Waschmittel, sondern ihr wisst schon, hier so Spülmittel, genau. Basiert auf Zitronensäure, glaube ich, Zitronengras, irgendwas. Ja, soll man wohl angeblich in die Natur auch entsorgen können, sollte wohl angeblich kein Problem sein. Ja, ich hoffe, das stimmt auch. Bis jetzt habe ich es noch nicht ausprobiert. So, ansonsten, wir haben hier eine
eine Küchenbeleuchtung. Also es ist alles hier so ein bisschen eingelassen, was ich wirklich sehr schön finde. Genauso gibt es hier oben eine indirekte Beleuchtung. Also man hat hier nirgendwo eine Lampe in dem Sinne. Das ist alles hier indirekt gemacht. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier anschalte, ne, seht ihr, gehen hier überall die indirekte Beleuchtung an. Finde ich sehr schön gemacht. Jawohl. Habe ich noch was vergessen? Hier ist jetzt erstmal nichts weiter. Schöner großer Kühlschrank im Verhältnis mit einer Art Nachtsteuerung. Also wenn man jetzt hier lange drückt, kann man hier diesen Mond aktivieren und dann ist der Kühlschrank etwas leiser in der Nacht. Finde ich ganz angenehm, da man ja doch schon am Bett wirklich mit seinem Kopf direkt hier am Kühlschrank schläft. Also man hört ihn schon, ist aber trotzdem im Verhältnis gesehen relativ leise. Also das passt schon. Ja, dann haben wir hier noch Kühlschrank mit einer kleinen Beleuchtung hier oben, sogar mit Tiefkühlfach. Finde ich auch ganz nice. So, ansonsten größer als ich erwartet hätte. Ja, bin auf jeden Fall mit dem Kühlschrank sehr, sehr happy. Genau, das Einzige auch hier wieder. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist irgendwie... keine Ahnung. Na, egal. Gibt es im Fazitvideo, wie gesagt. Ja, was haben wir noch? Hier unten gibt es drei Schubfächer. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, was besser ist, Türe oder Schubfach. Bis jetzt kommen wir eigentlich relativ gut damit klar. Hier haben wir halt paar Teller, ein bisschen Tee hier oben. Ja, das gab es zur Vermietung noch direkt dazu. Ein Fit nutze ich aber nicht. Ja, also wir haben versucht, hier alles so irgendwie klapperfrei wie möglich einzuräumen. Darum sieht es eher etwas wüst aus, sage ich jetzt mal. Hier halt noch ein bisschen Besteck, Töpfe, paar Tupperdosen und so weiter und so fort. Tupperdosen. So, was haben wir noch? Ja, hier unten Süßigkeitenfach plus Vorräte, also der erste Teil der Vorräte. Und hier könnt ihr schon was entdecken. Hier habe ich meinen Omnia, mit dem habe ich jetzt schon zweimal erfolgreich Brötchen aufgebacken. Ein geiles Teil. Jawohl, so, jetzt muss ich das so irgendwie wieder zukriegen. Ja, so. Wen es interessiert, weil ich gerade hier unten bin, das ist irgendwie, ich glaube, noch irgendwie Abwasser oder sowas. Das ist diese... ja, Frostschutz, das geht wohl dann irgendwie auf, wenn Frost detektiert wird, irgendwie sowas. Genau, so, was haben wir noch? Na gut, dann machen wir direkt mit dem Bad weiter, würde ich sagen. Jo, das Bad, hallo, gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Ablagefächer, die sind etwas... ja, also hier diese zwei Sachen, da kriegt man eigentlich kaum was rein. Hier oben fällt alles raus. Hier drüben passen eigentlich fast nur ja, so ein paar Klopapierrollen rein. Nicht viel mehr, also stauraumtechnisch hätte man hier echt wesentlich mehr rausholen können. Das Ganze funktioniert natürlich dann die Dusche hier auch über diesen Vorhang, der hier einmal ringsrum geht. Ich mach mal Licht an, vielleicht seht ihr da ja ein bisschen mehr. Haha, tada. Die Dusche ist ganz cool. Man kann sich hier beim Duschen zugucken, wenn man das möchte. Ja, dann haben wir bei dem Modell hier auch noch das Problem, dass die Klospülung und der Wasserhahn überall nicht funktioniert. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ja, genau. So, habe ich jetzt hier erstmal alles. Ja, hier sieht's, so sieht es hier hinten aus. Relativ große Staufächer für Klamotten jeweils. Mal aufgucken hier. Na, so habe ich hier halt meine ganzen Klamotten drin. Genau, da hinten passt auch noch ein kleines bisschen was oben in die Türen rein. Wir haben hier hinten nochmal USB-Steckdosen. Ich weiß gar nicht, ob man die sehen kann. Zwei USB-Steckdosen. Hätte ich mir gewünscht, eine links, eine rechts. Wäre irgendwie cooler gewesen. Stattdessen haben wir aber hier auch wieder das indirekte Licht und noch so kleine ja, Spots, so kleine Lesespots. Ja, ist ganz niedlich gelöst. Finde ich aber bei Clever besser gelöst, dass man sich die verstellen kann und individuell hinbauen kann, wo man sie haben möchte. So, ansonsten kann man auch hier hinten das komplette indirekte Licht ein- und ausschalten und wenn man lang gedrückt hält, kann man das auch dimmen. Hier kann man, glaube ich, ein- und ausschalten, ob mit diesem Gesamtschalter auch hier hinten die Beleuchtung mit angehen soll, weil man hat die halt einmal hier und einmal da. Also wenn jemand sozusagen im vorderen Bereich, ich filme auch mal von hier hinten, wenn jemand im vorderen Bereich, was weiß ich, Kaffee kocht zum Frühstück, dass es eben hier hinten noch ein bisschen dunkel bleibt, und derjenige nicht gleich mit wach wird. Ja. Hier hinten haben wir eine kleine Dachluke, auch mit Verdunklung, beziehungsweise auf der anderen Seite kennt man ja mit so einem Fliegennetz.
das passt eigentlich alles soweit, wobei ich hier diese Verstellung irgendwie auch nicht so schön gelöst finde. Dann weiß ich aber nicht, ob es da eventuell was Besseres gibt. Keine Ahnung. So, sind wir jetzt durch. Ich glaube, wir haben hier drin jetzt erstmal alles. Hier oben haben wir noch nicht reingeguckt, können wir auch gerne nochmal reingucken. Einfach nochmal so ein bisschen Küchenkram. Hier habe ich einen 300 Watt Tauchsieder mit dabei. Habe ich auch schon verwendet. Zum Waschwasser warm machen zum Beispiel. Die große Bialetti ist mit am Start. Ich habe aber auch noch einen Handfilter mit dabei und meine neuen Cookie-Tassen, die ich so prototypenmäßig mal mir habe machen lassen. Ja, gut. Gucken wir mal nach hinten, würde ich sagen. Hier übrigens mal der Spot, wo wir jetzt sind. Das ist jetzt der dritte Tag, den wir mit dem Fahrzeug hier zumindest unterwegs sind. Und am dritten Tag haben wir jetzt tatsächlich endlich mal einen schönen Stellplatz gefunden. Wie ihr sehen könnt, hier einmal mitten im Wald. Hier oben führt eine Hauptstraße lang, wo aber vielleicht mal so zwei Autos pro Stunde kommen. Die hört man so gut wie gar nicht. Es ist nur sehr windig hier. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ja, ansonsten haben hier anscheinend die Einheimischen auch schon mal ein kleines bisschen was gebaut. Hier ist so ein kleiner Zaun. Hier unten gibt es wie eine Art kleine Feuerstelle, was ich ganz niedlich finde. Die werde ich eventuell heute Abend mal ausprobieren. Und dann halt natürlich schön mit Blick auf den See. Wir sind jetzt übrigens, naja, ich sag jetzt mal, am Anfang von Zentralschweden sozusagen. So, okay, wir gucken mal hier hinten rein. Rückfahrkamera gibt es übrigens auch, die im Übrigen nicht im Dunkeln funktioniert, auch noch so ein Punkt, aber wie gesagt, später mehr dazu. So, hier hinten hat man tatsächlich erstaunlich viel Stauraum, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, ob das in anderen Kastenwegen genauso ist, also ich bin eigentlich recht beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier links kennt man vielleicht, ne, sind zwei Gasflaschen jeweils. Die ist momentan in Verwendung. Man kann eben dann auf hier hinten umbauen. Hier habe ich noch ein bisschen Gartenschlauch und sowas und meine Gasflaschen noch mit dazugestellt. Ja, so was man jetzt auch nicht sehen kann. Es gibt hier hinten noch Stauraum, aber erstmal hier vorn. Hier das Solarpanel von Wattstunde. Ich habe natürlich auch ein kleines bisschen was zur Stromversorgung mit Powerstation dabei. Die Gießkanne, die gab es von Vogtland Mobil mit dazu. Also man hat so eine Kiste bekommen, die seht ihr jetzt bloß nicht, die ist da hinten, wo so die ganzen Kabel und so ein Zeug drin ist. Und diese Gießkanne gab es eben auch noch dazu. Genauso auch wie Auffahrkeiler da hinten. Hier ist noch ein Holztisch und zwei Stühle. Hier ist mein Scotty, den habe ich natürlich selbstverständlich auch mit dabei, dass ich auch was zum Grillen habe. Der ist jetzt gerade nicht drin. Hier habe ich mir den Original-Klappspaten geholt. Ich hatte ja in der, na, wie heißt das, im YouTube-Community-Tab habe ich ja nachgefragt, welchen Klappspaten ihr empfehlen könnt. Ich habe mich jetzt tatsächlich für den Originalen entschieden, der auch vorn so eine Metallschraube dran hat, dass der mir nicht wieder abbricht. So, ich will jetzt hier nicht alles ausräumen. Ich versuche euch das bloß mal so ganz grob zu zeigen. Ich habe mir hier eben zwei so große Kisten geholt. Da ist weiter hinten noch eine. Da sind meine kompletten Vorräte drin. Hier habe ich so diverse Sachen irgendwie. Ne? Hier ist mal noch so ein Desinfektionsmittel. Hier so ein kleiner Werkzeugkasten. Hier habe ich noch ein paar Saugnäpfe, falls ich mal was am Van irgendwie festmachen möchte. Gaskocher ist hier drin. Mein Wasserfilter ist da drin. Was habe ich da noch? Ich weiß gerade gar nicht. Hier ist übrigens das Gemüsefach. Obst- und Gemüsefach. Der Trangia ist selbstverständlich mit dabei. Das Trangia-Set, dass ich auch mal ein bisschen Outdoor kochen kann. Hier hinten habe ich noch ein paar Schuhe drin. Ja, hier hinten ist das Toilettenzeug, was ich übrigens empfehlen kann. Viele Grüße an JP Outdoor an der Stelle. Moment. Das Zeug, das ist echt total geil. Das kann ich euch absolut empfehlen. Ist so ein natürlicher Toilettenzusatz, weil ich nicht das Chemiezeug nehmen wollte. Funktioniert einwandfrei, das zersetzt gut, also ich bin da echt super happy damit. Kann ich euch empfehlen. Würde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, für die Leute, die das auch interessiert. Hier könnt ihr es sehen, biologisch abbaubar, also das kann man theoretisch auch in der Natur entsorgen. So, was haben wir denn noch? Ich muss mal gucken. Genau, da hinten ist, man kann das sehen, ist nochmal eine Vorratskiste. Man sieht jetzt nur Fressereien. Genau. Hinten habe ich noch meine Wanderrucksäcke mit dabei. Und hier, da links,
oben und unten gibt es da jeweils nochmal ein relativ großes Staufach. Da ist jetzt zum Beispiel gerade sind die ganzen Getränkesachen drin und oben noch so ein bisschen Decken und sowas, also wo ich jetzt nicht allzu oft ran muss. Was mich ein bisschen nervt, ist das Ding von der Markise hier. Das Teil ist so lang und man kann die nicht zusammenfahren. Hätte man hier nicht noch irgendwie eine Stufe mehr mit reinmachen können, dass man das Ding irgendwie zusammenfahren kann, dann muss das immer hier so, keine Ahnung, so leicht schräg hier ja, so reinwurschteln, nenne ich es mal. Jawohl, so, genau. Ups, nicht über den Tisch fallen. Ja, und das ist halt jetzt mein Blick, wenn ich morgens aufwache, auf den wunderschönen See. Ja, ich würde sagen, da sind wir jetzt eigentlich soweit durch mit der Roomtour. Ich muss mal irgendwas mit meinen Haaren machen. Das ist echt nervig. ja, genau, soviel erstmal zu meinem Van. Ich muss mal gucken, was jetzt noch so an Videos entsteht. Ich bin jetzt noch ungefähr anderthalb Wochen hier in Schweden. Was ich jetzt noch alles unternehmen werde, erleben werde. Wie gesagt, ich habe Haufen Gadgets mit dabei. Ich habe die Powerstation von EcoFlow mit dabei, die aktuelle Delta plus ein Wattstunde Solarpanel, beziehungsweise sogar zwei. Einmal das, ja, hier einmal das 120er und das 220 Watt Panel. Beides mit am Start will ich alles irgendwie mal ausprobieren und ich denke, ja, das wird dann im nächsten Video kommen, wo ich euch alles mal so zeige, was ich so ein Stück weit dabei habe. Und wie gesagt, es gibt am Ende definitiv noch ein Fazit, wo ich euch mal erzähle, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat. Wie gesagt, es ist ja mein allererstes Mal, dass ich mit so einem Kastenwagen oder mit so einem Van unterwegs bin. Ich bin da halt sehr unvoreingenommen, sage ich jetzt mal. Also ich kenne halt keine anderen Modelle. Und ich denke, da kann ich ganz gut einschätzen, wo ich einfach sagen kann, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ne, ohne irgendwo Vergleiche zu ziehen. Den einen oder anderen interessiert das vielleicht. Ja, da würde ich das Video jetzt an der Stelle beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich mache mir jetzt hier noch ein paar schöne Tage in Schweden. Nehme euch ein Stück weit mit. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr die nachfolgenden Videos nicht verpassen wollen, dann würde ich euch empfehlen, abonniert doch am besten unten den Kanal. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald ich ja, ein neues Video hier zu dem Thema veröffentliche. Ja. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.